Hallo, guten Morgen. Ich bin gerade an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen und wir haben hier einen aktuellen Kurs, den sogenannten Online Marketing Manager, ein Diplomlehrgang, den ich jetzt das dritte Mal schon mit meinem Freund Karl Gratz durchführe. Und die Location ist hier die Privatuniversität Schloss Seeburg. Was ich euch heute kurz berichten möchte ist, wir sind seit Monaten daran, mit meinem Freund Simon Mader und mit der lieben Christiane Sohn einen neuen Zertifikatslehrgang der Privatuniversität Schloss Seeburg zu entwickeln. Und der Kurs heißt Social Media Marketing Manager und er wird am 26. Mai 2017 starten. Die Besonderheit ist, dass wir nicht hier an unserem Campus, sondern dass wir an einen Campus in München gehen von uns, also in Ismaning, München Ismaning. Dort starten wir dann, wie gesagt, am 26. Mai und wahrscheinlich in der Pipeline wird auch noch Hamburg sein, das ist aber noch nicht ganz klar. Worum geht's? Also, was wir hier machen, sind ein Kurzstudium, ein anerkanntes Kurzstudium, ein Diplom-Lehrgang. 10 volle Seminartage, 6 Monate Online-Learning, das Ganze wieder nur für 2.950 Euro. Die Themen werden sein Marketing, Psychologie, Social Media natürlich, Social Media Strategien und erfolgreiches Texten. Die Prüfungsformen sind dann wieder praxisorientierte Studienarbeiten aus eurem Business und vielleicht ein, zwei kleine Klausuren. Dozenten, hauptfederführend hier mein Freund Simon Mader, dann ich als Studienleiter und die Christiane Sohn, die uns in Text und Textkonzeption einführt und die zeigt, welcher Texter in dir steckt. Zielgruppe sind SEOs, Mitarbeiterinnen aus Marketing, PR, Vertrieb, Online-Marketing und Werbeagenturen. Lasst mich ein bisschen auf den Kurs eingehen. Ihr kennt das ja, Social Media Marketing, praxiserprobtes Know-how ist heute einfach nicht mehr hinwegzudenken und deswegen haben wir uns auch überlegt, folgende Themenschwerpunkte in diesen neuen Diplom-Lehrgang aufzunehmen. Das ist einmal Grundlagen des Social Media Marketings. Was sind die Ziele von Social Media Marketing? Wie passt eigentlich Social Media Marketing in das Marketing, in das strategische Marketing eines Unternehmens? Was wird da eigentlich gemacht? Wie sind diese Sachen verzahnt? Warum ist Facebook Marketing jetzt im 21. Jahrhundert so wichtig? Und wie steigert man dann zum Beispiel die organische Reichweite von Fanseiten, von Unternehmensseiten? Was ist die Anatomie einer Facebook-Kampagne? Und ihr bekommt mit vielen, vielen Übungen praktisch einen Überblick über die wichtigsten Kampagnenziele im Bereich bezahlter Facebook-Werbung. Wir werden uns damit beschäftigen, auch mein Beitrag aus psychologischer Sicht, wie erstellt man erfolgreiche Anzeigenbilder, duale Codierung, Bild und Text und natürlich Anzeigentexte. Wie geht man mit dem Facebook-Pixel um? Wie analysiert man Bedarfsgruppen? Wie analysiert man Zielgruppen? Was ist der Unterschied zwischen Zielgruppe und Bedarfsgruppe? Also eine Vielzahl, auch ABT-Tests, wie kann man es split-testen? Also eine Vielzahl von Themen, die euch zum Spezialisten für Social Media Marketing machen werden. Und ja, wer interessiert ist, ich werde jetzt diese Ausschreibung übernächste Woche beginnen. Das war jetzt nur eine kleine Vorabinformation. Start in München, Social Media Marketing Manager am 26. Mai 2017 an unserem Campus in München, Ismaning. Und ich werde euch die Links, die notwendigen, auch hier reintun. Und wer Interesse hat, an diesem Kurs teilzunehmen, wir sind gerade in der Vorbereitungsphase, der kann mich auch gerne direkt anrufen. Meine Nummer ist 0171 358 2159. Und ich werde auch hier die Links auf meinem YouTube-Channel angeben. 0171 358 2159. Dankeschön, tschüss.